Moin Leute! Und heute Abend ist es wieder soweit. Ich gehe auf eine Veranstaltung und zwar mit Liebermann. Er ist der jetzige Verteidigungsminister. Vielleicht, wenn einige von euch schon wissen, dass ich ja in eine andere Partei eingetreten bin, fragt ihr euch vielleicht, warum gehst du da überhaupt hin? Ich gehe aber super gerne wirklich auf alle möglichen politischen Veranstaltungen, Konferenzen, Talks, und es gibt heute Abend in Tel Aviv einen Talk mit ihm auf Russisch, wenn ich mich nicht täusche, und da gehe ich jetzt los. Oh, weia, das hat mich relativ schlicht angezogen mit Jacket. Jo, ich bin jetzt schon auf dem Weg, muss jetzt aber noch meine Freundin abholen, mit der ich zu der Veranstaltung gehe. Ein kleiner Umweg, aber sie hat leider nicht rechtzeitig geschafft, nach Tel Aviv zu fahren, deswegen hole ich sie. Ich muss mir noch überlegen, was ich ihn fragen will. Was würdet ihr denn, lieber Mann, fragen wollen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal unten. Oder irgendeinen anderen Politiker hier in Israel. Vielleicht habe ich mal die Chance und kann eure Frage weiterleiten. Also. Ja, noch nicht schon lange. So. Wieso ist das hier in der Klasse? Видела, что ты сегодня накрасилась как следует, чтобы делать с тобой селфи. Also, wir haben jetzt geparkt. Ich habe, wie ihr seht, meine Freundin abgeholt. Und wir haben jetzt geparkt. Ich bin, ehrlich gesagt, haben wir ein bisschen... Ich bin froh, dass ich nicht alleine bin, weil wir sind nämlich im Süden von Tel Aviv. Keine sehr schöne Gegend, ein bisschen kriminelle Gegend. Aber ist okay. Wir sind gleich, wir gehen jetzt zu dem Event und nehmen euch mit. Establishment Израиля, то председатель парламента, спикер парламента, бывший зэк, ныне депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, давил. И вот Барак был готов отдать все, разделить Иерусалим, вернуться к границам 67-го года, открыть вопрос о беженцах. В конечном итоге Арафат отказался. Нет, сейчас добавлю.
Во-первых, вы упомянули швейцарскую еврейскую общину, так как я сама из Германии, я знаю, что в Израиле было 20 тысяч швейцарских евреев, то есть не такое маленькое количество. Я упомянул именно Цюрих. Из Цюриха тоже очень много уехало. Мой вопрос такой очень, может быть, европейский, немецкий. Как вы относитесь к женским квотам? Я не считаю, что должны быть какие-то особые женские квоты. То есть сегодня в Израиле для женщин открыто все без всяких квот. В этом году, скажем, у нас заканчивает рекордное количество женщин курсы военных летчиков. То есть те, кто станут военными летчиками, сегодня у нас будет рекордное количество. Конечно, это не большинство, и это тоже начиналось не сразу, только в последние годы, но ты видишь эту динамику. То же самое в политике. В Израиле еще в 70-е годы, когда это было большой редкостью, была женщина премьер-министр. И, в общем-то, да, сегодня нужно... Каждая партия сама для себя должна тоже попытаться выдвигать женщин. Это достаточно, скажем, вполне успешных женщин, которые реализовали себя и в политике, и в бизнесе, и так далее. Эдгар, мне кажется, здесь можно упомянуть о том, что НДИ, пост в НДИ, пост генеральный. Jo, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich bin sehr müde, aber ich wollte mal kurz das Update geben. Ich habe nämlich Liebermann eine Frage gestellt. Und zwar hat mich interessiert, wie er die Frauenquote sieht. Überraschung, ich habe keine Antwort bekommen. Also er hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er nicht viel davon hält. Er hat versucht, eben das sehr positiv darzustellen, dass ja, sorry, ich bin gerade irgendwie mit meinen Haaren unzufrieden. Er hat versucht, irgendwie positiv darzustellen, dass ja die Entwicklung insgesamt ja positiv ist, dass es immer mehr Knesset-Abgeordnete, weibliche Knesset-Abgeordnete gibt und dass immer mehr Frauen auch in der israelischen Armee führende Rollen übernehmen. Und gut, über die Geschäftswelt hast du nicht gesprochen, aber ist ja eine ähnliche Geschichte. Und dass immer in seiner Partei die stellvertretende Geschäftsführerin, ich habe nicht so ganz verstanden. Gut, das beantwortet jetzt nicht so meine Frage. Aber ich würde, wenn ich schätzen würde, würde ich sagen, dass er gegen die Frauenquote ist. Live zu erleben. Ja, was wirklich interessant war, da war ein junger Mann, der kam irgendwie vor ein paar Monaten erst aus St. Petersburg, ist nach Israel eingewandert. Und er sagt, was er halt so toll findet, ist, dass er sich nicht vorstellen kann, wie eben in Russland ein Verteidigungsminister vor so einer kleinen Runde normaler Menschen sich hinstellen würde und mit denen diskutieren würde. Das war ein interessantes Kommentar. Und ansonsten, was gab es noch? Ja, es wurden viele Fragen gestellt, wie er eben zu den Friedensverhandlungen steht, mit den Palästinensern, wie er allgemein zum Thema russische Identität steht. Es war eine interessante Veranstaltung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.